Ciao Amici und zurück hier bei Spiel 5 mittlerweile, der Second Season der World Series bei International Superstar Soccer Deluxe. Make Italia Great Again. Wir spielen gegen Belgien und die Welt schaut gar nicht mehr so schlecht aus. Nach der Niederlage gegen Rumänien gab es gegen Polen und gegen Nigeria, nein, nicht gegen Nigeria, Entschuldigung, gegen Kamerun einen jeweils einen 1-0 Sieg. Und wir wollen natürlich den Aufwärtstrend jetzt beibehalten, auch gegen die Belgier. Die übrigens, wie wir auf Platz 6 stehen und die gleiche Bilanz dementsprechend haben, wie wir auch. Dementsprechend starten wir gleich rein in Spiel 5 mit dem Spiel gegen Belgien. Hier das Passwort für alle, die mitzocken wollen. Spanien, Mexiko. Wir schauen, was Brasilien gegen Polen macht. Interessant wird auch das Spiel Schottland gegen Argentinien. Genauso wie Holland gegen Frankreich kann England den Aufwärtstrend fortsetzen mit dem Elfmetersieg gegen Brasilien, jetzt gegen Griechenland. Die Schweiz trifft auf Österreich, die Österreicher, die wirklich super spielen. Und Deutschland trifft auf Rumänien, die uns bisher als einziges Team schlagen konnten. Ja, das Team passt. Und ich würde sagen, wir spielen in Nigeria. Bei Regen, aber bei Mittagshitze. Oh, es gibt ein gescheites Gewitter hier. Schauen wir mal, wie wir bei diesen Verhältnissen zurechtkommen. Wir nehmen Kopf, nachdem wir im letzten Spiel die Seitenwahl verloren haben, schnappen wir uns jetzt den Ball und spielen in der ersten Hälfte von rechts nach links mit dem Ball. Die Belgier dementsprechend von links nach rechts, ganz in Rot. Da tänzelt der Ball auf der Latte. Das ist natürlich bitter jetzt. Van Riet hält souverän hier. Primoli holt den Ball zurück und Galfano probiert jetzt durch alle durchzukommen, aber da ist einer zu viel. Interception von Colito, der wäre auch zur Ecke gegangen, wenn das Geläuf nicht so nass wäre, wenn der Rasen nicht so nass wäre. Ja, dementsprechend schauen wir mal, wie wir da zurechtkommen. Haben wir ja bisher noch nicht so oft gehabt, das Szenario. Graziano. 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 Er ist für seine starken Schüsse bekannt von außen. Und auch hier macht er wieder alles richtig. Da bleibt der Ball liegen. Antonini sagt danke und Pasaro probiert's aufs lange Eck, prüft Van Riet, der so sicher nicht zu schlagen sein wird heute. Runde gegen Pasaro, kann sich durchsetzen, Antonini ist da. Der verliert gegen Runde erneut den Ball. Borsin kann köpfen, der Emme. Boah, da ist er drin. Der Emme macht das Tor. 1-0. Damit die Führung für Belgien eiskalt erwischt. Ja, da stehen sie rum und kriegen den Ball nicht weg. Italien jetzt gefordert. Noch mehr als ohnehin schon. Jetzt heißt es wieder Ruhe ins Spiel zu bringen. Zeit haben wir natürlich genug. Aber Belgien stellt sich als richtig starker Gegner heraus. Was anzunehmen war natürlich.
brauchen wir nicht reden. Dennoch. Ja, der Ball ist schwer. Das heißt, es wird über viele Einzelaktionen gehen müssen heute. Passen ist nicht so. Und Graziano hat die Chance. Holt die Ecke raus. Van Riet hat aufgepasst. Pulito. Sucht Galvano. Findet ihn. Leider nicht. Was war denn da los? Zappa mit dem Megabock. Jetzt ist es hier etwas Slapstick-lastig. Colito. Zappa. Zappa. Oh, die Belgier spielt das gut. Die spielen das gut runter. Pizarro sieht Graziano. Ganz wichtiger Baustein hier. Der prüft wieder Van Riet. Und holt die Ecke heraus. Carboni. Aber auch hier nichts zu machen. Nein. Zu überhastet. Graziano, boah, die Pässe kommen nicht an. Zappa. Legt da zu viel Power in den Schuss. Viel zu viel. Es ist schwierig auf dem Geläuf anscheinend zu spielen. Passen ist, glaube ich, keine gute Idee, wie man hier sieht. Colito. Colito. Holt die Ecke raus. Boah. Latte, das wäre der Ausgleich gewesen. So kurz vor der Pause wäre extremst wichtig gewesen. Aber er fällt nicht. Nein, da springt er wieder raus. Da springt der Ball wieder raus und ist nicht drin von der Latte. Colito, untröstlich. Das wäre der Ausgleich gewesen. Der wichtige, wichtige Ausgleich. Colito. Ah, da lassen sie nicht mehr schießen. 1-0. Die Pausenführung für Belgien. Das ist mir klar, dass die müde sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Denn die sind unheimlich viel gelaufen und es wird auch in der zweiten Hälfte jetzt ein Laufspiel. Denn ihr seht es selbst, wir kommen mit Pässen nicht weiter. Ja. Also Pässe gehen nur aus kürzester Distanz. Zanga neu gekommen. Da wird ihm der Ball geblockt, Zanga, aber holt ihn zurück. Prüft Van Riet. Colito. Colito. Colito, nein, da ist er nicht drin. Nein, nur Carboni kriegt keinen Druck hinter den Ball und hebelt ihn über den Kasten. Ist es denn die Möglichkeit? Carboni vergibt die Mega-Chance zum Ausgleich. Eieieiei. Nochmal Ecke. Van Riet
Auf ihn wird es ankommen im Tor. Ja. Und dann Graziano mit dem Fehlpass. Kann Italien nochmal zurückkommen? Graziano! Ausgleich! Jawoll, ja! Grande Italia! Grande Graziano! Da ist er! Erneut von außerhalb des Strafraums macht er einen wunderschönen Treffer zum Ausgleich. Italien damit wieder zurückgekämpft. Colito. Auch er will unbedingt treffen. Schöner Treffer hier von den Italienern. Carboni, der den Ausgleich schon auf dem Fuß hatte. Unito im Abseits. 1-1 das Ergebnis. Es ist ein spannendes Spiel. Auch relativ hochklassig. Wir haben gute Chancen gesehen. Gut, Kurzpassspiel funktioniert bei den Italienern. Zanga, der hat noch Kraft. Der kann noch gehen. Geht jetzt ins Dribbling. Gut, und Van Riet hält. So kann man ihn nicht kommen. Ja. Pässe sollten wir vermeiden. Dennoch, ich kann natürlich mit Primoli, unserem Außenverteidiger, nicht durchstarten. Aber mit Cortese dann schon. Graziano. Wenn man sich auf einen verlassen kann, dann zurzeit auf ihn. Er kommt wieder durch. Bringt ihn auch aufs Tor. Gut, Graziano. Wieder Graziano. Wieder nicht angegriffen. Aus dem Stand! Ah! Und Van Riet! Das ist jetzt ein spannendes Spielchen. Bisschen weg vom Tor, okay. Ach, nein. Primoli muss hier eingreifen. Das tut er auch. Okay, und die Sinone. Auch die Sinone, einer, der durchaus Fußball spielen kann. Jetzt steht aber Primoli hinten. Da holt er sich den Ball. Gut, jetzt schaltet er sich offensiv ein. Dass er es kann, wissen wir auch. Pfosten! Heieieiei. Gut, gut geklärt. Colito, der kann nicht mehr, der Junge. Der ist natürlich fertig mit der Welt. Er wird wahrscheinlich auch den Platz verlassen. Jetzt aber nochmal Foulspiel. Oh, gut gespielt, aber anscheinend auch nicht gut genug. Gut, zurück.
Das ist schon mal gut. Desinone. Desinone. Er probiert es nochmal. Desinone nochmal. Jetzt hat er den Ball. Aber Van Riet. Gehen wir in die Verlängerung. Dann haben wir wirklich, wirklich ein Problem, dass unsere Spieler wirklich am Limit sind. Aber das gleiche Problem haben sicher auch die Belgier. Der MM macht ihnen was, ja. Das bringt nichts, wir müssen Colito rausnehmen. Wir bringen Anticoli. Okay. Crunch Time. Der kann noch ein bisschen was rausholen hier an. Wow. Metern. Anticoli gerade erst gekommen und da zieht Cortese das Foul. Das taktische. Verhindert damit einen schnellen Konter. Gilmont, der Mann, der das 1:0 vorbereitet hat. Ja, das ist natürlich alles andere als schön. Ah. Belgien jetzt am Drücker. Hört hat sie ja noch. Der Junge kann nicht mehr. Aber. Oh, das ist Einsatz. Das ist Wille. Das ist jetzt nur noch der pure Einsatzwille bei ihm. Nein! Nein, die Conny! Oh mein Gott! Graziano nochmal. Anticoli. Graziano. Zanga. Geht über außen. Bringt ihn ran, aber Van Riet. Anticoli. Anticoli kann sich durchsetzen. Ja, Van Riet hat ihn aber. Nochmal Ecke. Nochmal Ecke für Italien. Da kommt er raus, da kommt er raus. Jetzt muss einer an den Kopfball hin. Nein. Es kommt keiner hin und es gibt die Konterchance. Premolli, aber fantastisch abgefangen. Zanga. Zanga. Zanga! Desinone. Cortese bleibt hängen. Carboni. Anticoli, man kann uns nichts absprechen. Wirklich nicht. Sie probieren alles. Sie probieren alles, die Italiener. Da ist er drin! Cortese für Italien! 2:1! Da ist das Tor! Da ist das verdammte Tor. Cortese macht's möglich. Ecke von Anticoli. Carboni bringt ihn nicht aufs Tor. Zappa köpft und Cortese. Ja, Cortese staubt ab. Denn Van Riet hat eigentlich wunderbar gehalten. Kann ihn aber nicht wegbringen, den Ball.
Und Cortese ist da, wo er sein muss und schießt ihn durch Freund und Feind hindurch ins leere Tor. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir durch sind. Das heißt es noch lange nicht. Wir müssen noch einmal durchhalten. Noch einmal. Noch eine Halbzeit gilt es zu überstehen. Italien am Ende. Wir müssen mal schauen, was wir noch machen können. Cortese und Anticolli ist auch schon müde. Papi kann noch rennen. Dann bringen wir doch mal den weiter vor. Anticolli. Noch nicht ganz am Ende. Dementsprechend will er noch alles geben hier. Für sein Italien. Oh, am langen Eck vorbei. Carboni. Und Van Riet hält. Zweieinhalb Minuten heißt es durchhalten für Italien. Papi. Wie gesagt, Papi ist frisch, der kann auch. Ganz knapp vorbeigezogen. Van Riet muss nicht eingreifen. Anticolli, Papi. Drischt ihn jetzt nach vorne. Boah. Mega, wie wir jetzt spielen. Mega, wie wir jetzt spielen. Wirklich. Da kannst du nichts dagegen sagen. Wir geben alles. Papi. Der kann noch rennen. Der Junge hat noch Kraft. Wo macht ihn? Papi! 3-1! Jetzt ist er drin! Wir können damit vermutlich das Elfmeterschießen umgehen. Was für eine Moral dieses Teams. Unglaublich gut. Mega. 3-1. Nach Verlängerung und Pabi köpft ihn oben drüber. Graziano. Dass er Fußball spielen kann, wissen wir. Aber er hat keinerlei Power mehr. Papi. Ja, jetzt warten alle hier auf den Abpfiff. Um dann feiern zu können und das zu Recht. Fabi testet Van Riet. Aber der Sieg wird nach Italien gehen.
Nochmal Konter. Jetzt muss Graziano das vollziehen, natürlich, ganz klar. Und wann hat man endlich ein Einsehen mit uns? Wann ist aus? Jetzt ist Schluss! Italien gewinnt 3:1 gegen Belgien. Puh, hartes Stück Arbeit, aber verdient, Leute, verdient. Mexiko gewinnt gegen Spanien. Brasilien gewinnt gegen Polen. Argentinien schlägt Schottland. England gewinnt auch gegen Griechenland. Frankreich, habe ich gerade gesehen, verliert gegen Holland. Österreich, weiterhin ungeschlagen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Genauso wie Deutschland. Wir schauen mal. Ja, so sieht's aus. Deutschland, Österreich, Uruguay, Nordirland und Tschechien. Allesamt noch nicht verloren. Aber jetzt kann es dann soweit sein. Es kommt zum Klassiker. Wie Franz Beckenbauer schon gesagt hat, we call it a Klassiker. Italien gegen Deutschland. Das Spiel der Spiele. Seid beim nächsten Mal in Spiel 6 auf jeden Fall dabei. Denn dann wird sich zeigen, in welche Richtung wir uns orientieren müssen. Geht's weiter nach oben? Oder müssen wir dann doch eher erstmal mit dem Mittelfeld vorlieb nehmen? Wir versuchen alles, um Deutschland zu schlagen. Wir versuchen alles, um Italia wieder great zu machen. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Auch wenn wir gegen die Belgier ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben, haben wir am Ende dann doch mehr oder weniger zu Recht gewonnen. Große Moral der Mannschaft, große Moral. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr noch gedacht hättet, dass wir das noch drehen oder ob ihr eher mit einer Niederlage gerechnet hättet. Ich bin stolz auf meine Jungs. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Genießt den schönen Tag. Bei mir ist es heute richtig schön sonnig. Macht was Geiles. Spielt vielleicht selber ein bisschen Fußball. Ansonsten, wenn ihr keinen Bock auf rausgehen habt, schaut meine Videos an. Ist auch was Cooles dabei. Zum Beispiel die Handwerker-Saga. Immer wieder geil. Und in diesem Sinne, wir sehen uns. Bei Italien gegen Deutschland. Euer Kreuz sagt Tschüss, Ciao und Servus.